Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy XIV mit Albeb Bestwin. Ja, und wie wir hier gerade noch das Ultimatum aus Yulmor aussitzen, werden wir trotzdem erstmal mit Valan sprechen, weil der hat eine Windäther-Quest für uns. Oh. Du bist doch Albeb, von der Matoya gesprochen hat. Kann ich dich was fragen? Du bist nicht von hier. Da hast du vielleicht einen klaren Blick auf die Sache. Es geht um einen alten Freund von mir. Quinford heißt er. Er hat diese magische Begabung, weißt du? Schon als Kind konnte er ein bisschen zaubern, kleine Tricks und so. Jetzt macht er die Ausbildung zum Magier, das volle Programm. Er hat da diese Visionen, sagte er. Träume, in denen er die Zukunft sieht. Ich meine, ein Sonderling war er schon immer, aber in letzter Zeit macht mir das irre Leuchten in seinen Augen direkt Angst. Was, wenn er gerade dabei ist, den Verstand zu verlieren? So richtig plemplem, meine ich. Da muss ich doch was unternehmen, oder nicht? Die anderen wollen nichts bemerkt haben. Ist doch so wie immer, sagen sie. Der verrückte Quinford, bei dem piept's doch schon lange. Aber ich kenne ihn viel besser als die alle. Kannst du nicht mal mit ihm reden und mir sagen, was du denkst? Oh Mann, wenn er wirklich nicht mehr richtig tickt, kann ich mich nicht mehr mit ihm sehen lassen. In so einer kleinen Siedlung tuschen die Leute doch gleich. Okay. Quinford. Hallihallo. Hey ho ho ho, ich hab dich schon erwartet. Ganz recht, dein Kommen wurde mir in meinen Träumen angekündigt. Es ist der Wille des Waldes, dass sich unsere Pfade kreuzen. Psst, leise, sonst hören uns die Elemente des Lichts. In letzter Zeit habe ich einen Traum, der immer wiederkehrt. Ein Unglück deutet darauf, dass das Schicksal des gesamten Waldes entscheiden wird. Ein Unglück deutet herauf, was ist denn das für ein Wort? Okay. Das hat mir die Wasserschlange selbst verkündet. Ja, die große Schlange aus der Legende. Nicht umsonst haben die weisen Ronker, deren Zivilisation hier mitten des Waldes von Raktika blühte, sie als heiliges Wesen verehrt. Sie ist noch immer hier, irgendwo tief im Wald und schlummert. Man kennt sie unter vielen Namen. Die Wasserschlange von Ronka, die Beschützerin des Waldes, die Zerstörerin, 66 Namen sind es an der Zahl. Jede Nacht erscheint sie mir in meinen Träumen, jede Nacht. Sie will mir etwas mitteilen, das steht außer Zweifel. Es muss sich um eine Krise größter Tragweite handeln, bei der die Zukunft des Waldes auf dem Spiel steht. Und wir müssen uns ihr entgegenstellen. Das ist unsere Berufung, unsere heilige Pflicht. Puh, hab ich's dir nicht gesagt? Völlig Meschugge. Ja, vielleicht ist es wirklich eine Prophezeiung. Was? Bist du etwa auch eine von der Sorte? Oh Mann, da bin ich ja wieder genau an die Richtige geraten. Jetzt sag nur noch, dass du auch Visionen hast oder Zwiegespräche mit dem Planeten hältst oder sowas Absurdes. Valan, wir waren gerade in ein schicksalsentscheidendes Gespräch vertieft. Ich weiß nicht, was du dir zusammenträumst. Aber verstrick nicht auch noch andere in deine Hirngespinste. Albeb, du brauchst nicht höflich zu sein. Sag ihm, wann es dir zu bunt wird. Jedes Mal verleugnest du meine Visionen. Das ist die Stimme der großen Schlange, die mich, ihren Erwählten, auf diese Weise erreicht. Versteh das doch endlich. Ja, schon gut. Heute ist die Gelegenheit günstig, ihr Zweifler. Ich werde euch beweisen, dass meine Visionen nicht nur Wahnvorstellungen sind.
denn heute wird sich die große Schlange vor meinen Augen zeigen. Hoi, hoi, hihihi. Hey, was hast du vor? Oh nein, er wird doch nicht in den Wald rennen. Was würde ich ihm wünschen, dass er mal auf die Schnauze fällt mit seinen Spinnereien? Aber er ist ein alter Freund. Den kann ich nicht einfach in sein Unglück rennen lassen. Was ist, hilfst du mir? Treffen wir uns vor der Siedlung. Hoffentlich holen wir ihn noch ein. Okay, halten wir Ausschau. Da, da hat sich was bewegt. Das muss ja sein. Los, nichts wie hin. Du weißt doch, wie gefährlich es ist, allein durch den Wald zu laufen. Das war's. Jetzt ist er durchgeknallt. Es ist wahr. Alles ist wahr. Meine Vision hat mich geleitet. Endlich. Endlich habe ich sie gefunden. Oder nein, vielmehr hat sie mich gefunden. Die Beschützerin, die Zerstörerin. Nach so vielen Begegnungen in meinen Träumen stehe ich nun endlich vor ihr. Du stehst vor ihr? Ja, wo denn? Was? Das soll die Wasserschlange sein? Von Jonka sein? Was ist denn daran groß? Und ich bin hier mir nicht mal sicher, ob man das überhaupt eine Schlange nennen kann. Und wegen so einem Würmchen haben wir alles liegen und stehen lassen? Halleluja, der Wille des Waldes hat sich mir offenbart. In Gestalt einer jungen Schlange ist er mir erschienen, um das große Unglück abzuwenden. Naja. Oh, verehrungswürdige Schlange von Jonka, enthülle uns die Zukunft. Gib uns die Kraft, den Wald vor seinen furchtbaren loszubewahren. Quiep, quiep! Puh. Also gut, betrachten wir die Sache einmal ganz nüchtern. Quinford, du hast gefunden, was du gesucht hast, und zwar mitten im Wald, wo alle möglichen Untiere lauern. Am besten ist, wir verziehen uns von hier und nehmen dein neues Haustier mit. Lässt sich das mit deiner Prophezeiung vereinbaren? Hier ist es tatsächlich nicht ganz sicher für die verehrungswürdige Inkarnation der großen Schlange. Doch der Behüterin muss selbstverständlich jedwede Strapaze erspart bleiben. Auf keinen Fall können wir auch nur andeuten, dass sie sich selbst an einem sicheren Ort begeben möge. Also ich werde diesen ekligen Wurm auf keinen Fall tragen, falls du das vorgeschlagen wolltest. Warte doch nicht in diesem Ton. In Gegenwart der großen Behüterin. Du wärst diese Aufgabe ohnehin nicht würdig. Und auch ich dürfte mir nicht anmaßen, für das Leben eines so erhabenen Geschöpfes verantwortlich zu sein. Natürlich bin ich das. Aber es gibt jemanden, der das könnte. Du. Du kannst für die Sicherheit der großen Schlange garantieren, nicht wahr? Jetzt verwickelst du die Arme schon wieder in deine Spinnereien. Und wie stellst du dir das überhaupt vor? Soll sie mit einem Wurm auf dem Präsentierteller ins Stoff spazieren? Hier, ich habe einen Sack zum Nüsse sammeln dabei. Ein bisschen löchrig, aber besser als nichts. Darin kannst du deine Schlange transportieren. Wie bitte? Diesen dreckigen Fetzen willst du der erlauchten Behüterin zumuten? Was denn? Der Sack ist immerhin trocken und riecht nach Nüssen und Früchten.
Vielleicht fühlt sie sich darin wohler, als du denkst, und vor allem ist er unauffällig. Also gut. Da wir nichts Besseres zur Hand haben, aber bitte trage sie behutsam, wie es einer Gottheit gebührt. Tut mir echt laut. Ich glaube, es ist das Einfachste, wenn wir erstmal mitspielen. Ihr vertraut ihr nicht, also gehe ich schon mal vor und erwarte dich und deine wertvolle Fracht an den Schlangenzweig. Bis gleich. Befördere den Jutesack mit der Schlange innerhalb der festgelegten Zeit zur Wale nach Schlangenzweig. Du hast 150 Sekunden, um den Auftrag abzuschließen. Kehre bei einem Fehlschlag zum Ausgang. Okay. Bei erlittenem Schaden verkürzt sich. Jawohl. Oh Gott. Bitte pass auf, dass die der großen Gottheit nicht zustößt. Ich werde in gebührendem Abstand folgen. Na gut. Na dann. Tragen wir den Sack. Und schauen, dass wir nichts aggroen. Wie diese Vampirranke da hinten. Okay, der ist scheinbar wirklich völlig plemplem. Bin mal gespannt, ob uns die Quest noch eine Überraschung liefert und da wirklich was dran ist an den seinen Spinnereien. Aber jetzt tragen wir erstmal den Sack hier durch die Gegend. Was tatsächlich nicht schwer ist. Jetzt sind wir auch schon im sicheren Gebiet, jetzt kann uns eigentlich schon nichts mehr passieren. So, wo steht er denn? Kann man das irgendwie erkennen, in welches ich... End, das muss ich rein, okay. Danke, Kameradin. Keine Ahnung, was ich sagen soll, wenn mich jemand fragt, was wir da treiben. Quinford müsste gleich hier sein. Sieh vorher lieber mal nach, ob es seiner Schlange auch gut geht. Vielen Dank, dass du die Beschützerin wohlbehalten hierher geleitet hast. Welche Ehre, sie in unserem bescheidenen Dorf zu empfangen. Dies ist auf den Buchstaben genau die Szene, die in Psalm 31, Vers 5 des Hymnus der Beschützerin beschrieben ist. Wie genau sich der heilige Text bewahrheitet. Daraus kann man schließen, dass auch Vers 9... Damit meint er sein eigenes Geschreibsel. Er schreibt seine Träume in einem Heft nieder, das er mit Hymnus der Beschützerin betitelt hat. 5 Jahre geht das jetzt schon so. Wenn ich dir doch sage, das sind keine Träume. Vor 2 Jahren ist auch bereits eine meiner Prophezeiungen eingetreten. Der Angriff der Sündenvertilger auf die Gonenfeste? Ja, diese Geschichte habe ich nur schon 100 Mal gehört. Diesmal wird es keinen Zweifel mehr geben. Die Schlange ist erschienen und ich werde ihrem rettenden Wort Gehör verschaffen. Quick, quick! Das kann ja was werden. So, hier wären wir also. Dein neuer Begleiter ist unbeschadet angekommen und ihr könnt euch ausgiebig über diese Psalme unterhalten. Ende gut, alles gut. Quiep, quiep. Dir auch vielen Dank, geduldige Reisende.
Dank dir ist mir das Ausmaß von Quinthorns geistiger Verwirrung klar geworden. Ich werde versuchen, ihn so schnell wie möglich auf andere Gedanken zu bringen. Es gibt bestimmt eine Aufgabe, die seinen wirren Geist so in Anspruch nimmt, dass er keine Zeit mehr für Spinnereien hat, hoffe ich. Bis bald. Nein, nein, warte! Was denn noch? Gerade habe ich so elegant einen Schlusspunkt gesetzt. Aber es ist noch nicht Schluss. Die große Schlange mag uns nicht alles offenbart haben. Aber sie ist dennoch erschienen. Und daran liegt ein tiefer Grund. Und welcher das ist, darüber habe ich die ganze Zeit über nachgegrübelt. Sieh nur, das Streifenmuster, das die ehrwürdige Schlange ziert. Es ist fast wie ein Sinnbild für die Energieadern, die den Wald durchziehen. Ja, daran besteht gar kein Zweifel. Und hier, diese Narbe zwischen den Streifen, das ist das Warnzeichen dafür, dass eine tiefe Verletzung des Waldes unmittelbar bevorsteht. Quinthorn, schau nun Kopf schon mal auf den Teppich, ich kann deinen Zustand schon nicht mehr mit ansehen. Du siehst das selbst, das deutlichste Omen bei Valan auf taube Ohren stoßt. So ist es mit den meisten hier. Das bedeutet, dass die Rettung des Waldes und ganz in unser beider Hände liegt. Und wie soll ich mir die Hilfe einer dem Wald kaum verbundenen Reisenden sichern? Natürlich mit einer großzügigen Vergütung. Das Streifenmuster erinnert mich an den Ätherknoten an der Treppe des Lutzattel. Lutzattel, ja. Dort muss der Schlüssel zu der Prophezeiung liegen und unsere Suche in ihren Ausgang nehmen. Wohlan, Fremde. Ergründe dort die Wahrheit und denke an die Reichtümer, die dich für diese edle Tat erwarten. Die Reichtümer würde ich mal nicht so wörtlich nehmen. Quinthorn ist ein Magier in Ausbildung. Der hat bestimmt keinen müden Gill in der Tasche. Du musst bei diesem Blödsinn wirklich nicht mitmachen, wenn du keine Lust hast. Würde ich verstehen. Ich habe jedenfalls keine. Aber dass er sich zum Gespött der Siedlung macht, kann ich auch nicht zulassen. Okay, dann gehen wir an den prophezeiten Ort. Okay, wenigstens haben wir einen schönen prophezeiten Ort mit dem Wasserfall hier. Hier ist nichts Ungewöhnliches zu sehen. Und hier? Auch nicht. Dann vielleicht hier? Du erkennst einen Gegenstand am Grunde des Flusses. Du hast einen seltsamen Ritualgegenstand gefunden. Bring ihn zu Quinthorn. Und der. Okay. Na gut. Dann schauen wir mal, was Quinthorn damit anzufangen weiß. Ich spüre, du bist fündig geworden. Nun denn, zeig her, worauf dich die Behüterin stoßen ließ. Darauf. Was ist das nur? Was soll ich sagen? Ich bin platt. Da war ja wirklich was. Ausgerechnet an dem Ort, den du vorausgesagt hast. Ist womöglich doch was dann an deinen Träumen? Valan, willkommen. Willkommen auf der Seite der Guten und Gläubigen, derer, die Botschaft der großen Schlange zu hören gewillt sind. Also, Gläubiger, das geht dann doch etwas zu weit. Ich bin allerhöchstens offen für neue Möglichkeiten. Aber sag mal, ist das nicht so ein Ritualgegenstand, den die Kinder der ewigen Dunkelheit für ihre Zerstörungszauber verwenden? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da sowas schon mal gesehen habe.
Mein Vater hat mal was ganz Ähnliches im Wald aufgelesen. Er sagte, man kann da den Äther speichern und ihn dann auf einen Schlag entladen. Komischer Zufall, dass es genau auf einem Ätherknoten lag. Haha, Zufall? Man hat es dort angebracht. Ich sagte doch, dass der Wald in Gefahr ist. Ich hatte recht. Hihihiha. Verdammt nochmal, das ist doch nicht zum Lachen. Wenn das wirklich stimmt, wenn die Kinder der ewigen Dunkelheit wirklich vorhatten, den Ätherstrom zu stören. Du weißt doch, wie viele Ätheradern hier unter uns zusammenfließen. Deswegen wurde Schlangenzweig ja hier gebaut, weil der Ort so voller Lebenskraft ist, dass es uns an nichts mangelt. Wenn dieser Fluss unterbrochen wird, ist nicht nur der Ätherit hinüber, sondern womöglich wir alle. Zumindest wäre es vorbei mit dem Reichtum der Natur. Und zwar nicht nur für Schlangenzweig, sondern für die gesamte Region. Die Zeit der Erfüllung ist gekommen, ehrwürdige Schlange von Ronka. Bitte zeige uns einen Weg, das Unheil abzuwenden. Quiep, quiep, quiep! Wenn ich ihn wieder mit dem Wurm reden höre, frage ich mich doch wieder, ob er doch richtig tickt. Aber immerhin hat er den Ort erraten, wo das Zauberding die Kinder der ewigen Dunkelheit versteckt war. Was haben diese Verrückten nur vor? Sie werden doch nicht den Wald gefährden wollen, in dem sie selbst auch leben. Die Zukunft von Schlangenzweig und des gesamten Waldes liegt nun in unseren Händen. Wir wurden von der Behüterin erwählt. Ehrwürdige Schlange von Ronka, du bist erschienen, um uns vor der Gefahr zu warnen. Nun leite unsere nächsten Schritte. Quiep! Psst, nun red doch nicht so laut. Wenn uns jemand mit dem ekligen Wurm sieht, werden wir garantiert davongejagt. Das sollen sie nur wagen. Aber warte mal, sieh dir das an. Die Narbe an den Flanken der großen Behüterin. Hm? Was ist damit? Sie ist verschwunden. Hier, zwischen den Streifen war sie, genau hier. Und jetzt ist sie weg. Aber dafür sehe ich eine Verletzung an einer anderen Stelle. Oh nein, das bedeutet, dass die Kinder der ewigen Dunkelheit eine neue Freveltat geplant haben. Wenn ich das Muster richtig deute, müsste es sich um einen Ort entlang derselben Ätherader handeln. Und zwar am Färberteich. Wir müssen ihre Machenschaften vereiteln. Wir? Also Erlwib, oder? Wenn du zwischen deinen Visionen ein bisschen Kampfmagie herüben könntest, müsstest du nicht immer andere an deiner Stelle ausrücken lassen. Bist du dir überhaupt sicher, dass deine Narbe ist? Also ich sehe nur Streifen. Na gut. Immerhin hat Quinford letztes Mal richtig gelegen. Bitte sieh doch mal am Färberteich nach, nur um sicher zu gehen. Okay, ich schau nach. Okay, da hinten stehen auf jeden Fall Kinder der ewigen Dunkelheit. Was wir hier machen? Dasselbe könnte ich dich fragen, Schätzchen. Aber gleich interessiert das niemanden mehr. Na? Sollte man halt auch die Spinne anvisieren und nicht den NPC. Ah, Spinnen! Vielleicht erfahren wir jetzt endlich, wofür sie Spinnen gebraucht haben. Ach nee, Quatsch. Das haben sie ja für Gift gebraucht. Aber sie haben halt welche übrig.
Da bist du ja noch immer auf den Beinen. Moment, bist du nicht die Fremde, die letzthin all unsere Vorbereitungen zunichte gemacht hat? Wie kannst du es wagen? Verflucht nochmal, sie hat die Spinnen einfach so erledigt. Wir können nicht riskieren, dass ihr auch noch unsere Pläne in die Hände fallen. Los, wir verschwinden erstmal. Die Kinder der ewigen Dunkelheit sind in den Wald geflüchtet. Verfolge sie und versuche etwas über ihre Pläne herauszufinden. Ja. Okay, da habe ich euch wieder. Da gibt es eine verdächtige Tasche. Du findest ein unheilvolles Schriftstück in der Tasche der Kinder der ewigen Dunkelheit. Okay, und damit sortiere ich mal gleich zurück. Aber das ist dann interessant, dass in der Main Story hat man ja eigentlich gar nicht erfahren, was die vorhaben. Dann hat man es jetzt durch diese Nebenquests erfahren. Oder wird noch hoffentlich erfahren. Da bist du ja wieder. Die ehrwürdige Schlange und ich haben unablässig für deine Sicherheit gebetet. Und wie man sieht, haben die Gebete des Hymnus der Beschützerin Wirkung gezeigt. Quiep, quiep! Hat sich nicht gerade hymnisch angehört, wenn du mich fragst. Aber nun sag schon, was hast du was gefunden? Ja, ich habe hier dieses unheilvolle Schriftstück gefunden. Das ist eine Landkarte mit allen wesentlichen Ätheradern, die in Schlangenzweig zusammenlaufen. Offenbar haben sie an allen größeren Ätheradern ihre Vorrichtung angebracht, um sie gleichzeitig zu aktivieren. Damit hätten sie uns völlig lahmgelegt. Diese niederträchtigen Kerle, wie können sie eine derartige Auflehnung gegen den Willen des Waldes auch nur zu denken wagen? Und zu welchem Zweck? Als du das erste Ritualgerät gefunden hast, war es nur ein leiser Verdacht, aber jetzt gibt es keinen Zweifel mehr. Mit diesem Schriftstück haben wir einen handfesten Beweis. Den können wir den anderen zeigen, damit sie alle Ätherknoten absuchen und die Vorrichtung entfernen. Wird zwar ein bisschen kompliziert zu erklären, wie wir an das Papier gekommen sind, aber da fällt uns schon noch was ein. Hauptsache, wir können Schlangenzweig vor Unheil bewahren. Was muss die ehrwürdige Behüterin da nur wieder mit ansehen? Anstatt den Wald zu ehren und zu reinigen, versuchen sie ihn zu verwüsten, diese niederträchtigen Kerle. Doch wir konnten das Schlimmste verhindern. Ich bin erleichtert, dass wir der Behüterin damit zeigen konnten, dass wir ihres Vertrauens würdig waren. Ah, gerade bist du quasi noch da. Oder sag mir, dass ich mir das nicht einbilde. Als Erlip zurückkam, hat die Behüterin genau hier gesessen. Also gut, bleib ganz ruhig. Quinford, nicht aufregen. Gemeinsam werden wir das schon schaffen. Bestimmt geht es deinem kleinen Begleiter gut. Ich helfe dir suchen. Lass nur, Valan. Ich bin mir sicher, dass sich die ehrwürdige Schlange von Ronka aus eigenem Willen zurückgezogen hat. Ihre Aufgabe war erledigt. Meinst du?
Na gut, wenn du das sagst. Du bist ja schließlich das Sprachrohr der großen Behüterin. Oho, glaubst du nun endlich, dass die Legende wahr ist? Ich werde deine Wissbegier gerne mit einer ausführlichen Interpretation des Mythos nähren. Erinnerst du dich an den Ort, an dem sich uns die große Schlange zum ersten Mal zeigte? Da war ein riesiger Kristall, man nennt ihn das Kleinod der Beschützerin. Wenn die Legende stimmt, dann ist dieses Gebilde seit der Hochblüte der Ronka-Zivilisation. Tut mir echt leid, Elbe. Das war dumm von mir. Jetzt wird er uns den ganzen Tag mit Ronka-Legenden zulabern. Hoffentlich bereust du jetzt nicht, dass du uns geholfen hast. Dass die Gefahr so konkret war, hätte ich ja nicht gedacht. Aber dank dir konnten wir den Wald vor großem Schaden bewahren. Ich werde zusehen, dass Quinford nicht allzu weit in seine Visionen abdriftet. Besuche uns mal wieder in Schlangenzweig, wenn du in der Gegend bist. Besteht ein deutlicher Zusammenhang mit der Magie im Megalithkultur der frühen Ronka-Zeit. Wenn ich nun noch anhand bisher außer Acht gelassener Inschriften die Chronik der Vision der Chronik belegen könnte. Hey, hier geblieben, ich bin noch nicht fertig. Jetzt wird es doch erst richtig interessant. Ja, aber ohne mich. Jo, trotzdem ein bisschen unlogisch, warum haben sie Giftschlangen gebraucht, wenn sie da nur irgendwelche Geräte platziert haben? Oh. Glorious Level. Gut, das war's dann wieder für heute. Ob der jetzt plemplem war oder nicht, das kann sich jeder selber denken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.